Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Joanne's Blood Fever hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wen das jetzt so gleich auffällt, der weiß ich, der hat meine letzten Parts geguckt. Wer nicht, dann tut es mir leid, dann habt ihr eben die Parts nicht geguckt. Und zwar ist nämlich was passiert. Ich mach's mal kurz. Ich habe nicht gespeichert. Das Spiel hat einfach gesagt, yo, okay, schön, dass du jetzt dein Spiel laden möchtest. Wir laden das jetzt auch. Aber wir speichern dein anderes Spiel nicht. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir haben jetzt noch keine Strecke hier hin und her. Meine Sache, die ich jetzt probieren möchte, wir haben ja noch unsere kleinen LKWs hier. Habe ich überhaupt Ton an? Ja, Ton ist an. Unsere kleinen LKWs hier. Diese LKWs könnte ich jetzt verkaufen, umbauen. Und zwar nur auf Öl. Und dann können wir es nochmal probieren, wenn wir direkt zu dem Ölhändler fahren. Wäre eine Möglichkeit vom Ölhändler eben nochmal weg. Wenn das eben funktioniert. Wir müssen mal gucken. Güter. Und dann haben wir die DMG. Oder den Benz. Der DMG ist der ältere von beiden. Deswegen Benz ganz gut. So, Rohöl können wir transportieren mit dem. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal kurz. Wir probieren es wieder mal aus. Diese ganzen Fahrzeuge von Linie 7 verkaufen wir jetzt erstmal. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Müssen wir nur noch gucken. Linie 7 ist die hier. Bitte alle verkaufen. Alle reinfahren und verkaufen. So, wir haben Linie 9. Das ist hier oben. Die transportieren ja dann hin und her, aber das ist jetzt erstmal relativ egal. So. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden es ja erstmal probieren. Ich werde einfach mal zwei Güterbahnhöfe bauen. Wer jetzt glaubt, der weiß, was ich machen möchte, der hat vielleicht auch recht. Denn wir müssen, oder ich möchte gerne, aus irgendeinem Grund leckt das Spiel ein bisschen, ich weiß nicht warum. Hier einmal hinbauen. Ja, und einmal hier unten hinbauen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich nur diese zwei Städte miteinander verbinden möchte. Ich möchte gerne sehr, sehr vieles verbinden. Habe ich hier drin? Warum ist die Straßenbahn? Oder ist das ein Straßen? Nee, das sind einfach nur... Gut. Das schließen wir jetzt mal alles. Und dann müssen wir Fahrzeuge kaufen. Güter. Diese Güter, diese Fahrzeuge, die ich jetzt kaufe, sollen bloß Rohöl transportieren. Hier. Und diese Rohölfahrzeuge, die markiere ich sogar noch mit schwarz. Die sollen schwarz sein. Einfach nur schwarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Sehr, sehr schlau, Mensi. So. Neue Linie. Und wir gucken mal, ob diese Linie jetzt klappt, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, ihr fahrt bis hier hoch. Das ist die Linie 11. Davon brauchen wir aber auch noch ein paar mehr Fahrzeuge. So, ich habe jetzt mal kurz ohne euch natürlich wieder was gemacht. Denn erstens, ja, ich habe die falschen Fahrzeuge gekauft. Das ist mir auch aufgefallen. Zweitens kommen jetzt hier sehr, sehr viele Fahrzeuge raus. Und was die machen, das werde ich euch gleich erzählen. Wir werden uns erstmal nur die ganzen Fahrzeuge angucken, die hier rauskommen. Jetzt fällt mir ein, ich habe zwar alles schwarz gemacht, ist mir aber jetzt auch völlig schnutzpiep. Hier fehlen auch noch ein Haufen Fahrzeuge. Oder sind das wirklich schon alle? Denn, das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen, ich habe die Linie 10, Linie 11 und Linie 12 jetzt erbaut. Die Linie 10 fährt, wo ich kann sie anklicken, 1, 2, 3, schließen. Die Linie 10
ist die Linie, die von dieser Ölraffinerie, die anscheinend das alles annimmt, hier rüber über die Brücke fährt und zu der Raffinerie bringt. Von der Raffinerie aus kann es mit der Linie 11, hier rot angezeichnet, in die Stadt transportiert werden. Oder mit der Linie 12, die jetzt gelb ist, wieder über die Brücke gebracht werden und bis zum Schiffshafen. Da ist die Linie 3, wo zwei Schiffe jetzt im Moment sind, die vielleicht nicht ganz so das Gelbe vom Ei sind. Wenn wir es eben umdrehen, damit sie vielleicht nicht gleichzeitig fahren. Ist das schon? Nee, das ist Passagierschiffe. So. Also es entsteht hier sehr, sehr viel Zeug. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt alles annimmt. Deswegen lasse ich das auch so schnell jetzt weiterlaufen. Oh, echt hier, weil so eine kleine Kreuzung ist, bleiben die hier stehen, vergiss es. Das können wir auch mal abreißen. Und dann werden wir mal kurz die Straßen nebenbei noch erneuern auf die große Straße, damit sie auch mal 60 fahren können, wenn sie es dürfen. Auch wenn die große Land... Achso, die Landstraße ist 80. Da würde ich sagen, machen die Landstraße, die große Landstraße. So, anscheinend kann relativ viel hier nicht umgebaut werden, weil der Bau nicht möglich ist. Wo ich mich frage, warum ist der Bau nicht möglich? Ich wäre mal fast dafür, ist mal kurz mal... Ich weiß ja nicht, was passiert. Mal den Fahrzeug jetzt sagen, stopp. Halten Sie an. Den Fahrzeug sagen wir halt an. Und den Fahrzeug sagen wir halt an. Dann werden wir mal kurz diese Strecke hier abreißen. Und versuchen einfach mal so eine große Strecke hinzubauen. Ah, hier ist aber auch nicht möglich. Ja, wenn wir die Straße hinten anfügen. Oh. Und dann können sie eigentlich wieder Go machen. So. Jetzt haben wir zwar hier hinten noch die Straße, die werden wir mal auch kurz abreißen. Ah. Denn da kommt nämlich auch jetzt so eine große hin, wenn das klappt. Also hier wird es erstmal nicht klappen, gut zu wissen. Alles ein bisschen kompliziert jetzt gerade, aber es ist mir relativ egal. Ja, kompliziert ist es zwar nicht, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Das ist miteinander verbunden und hier machen wir nochmal so eine kleine Straße ran. Das passt. Und hier machen wir auch nochmal eine kleine Straße ran. So, wunderbar, das passt doch. Jetzt können sie jedenfalls schon mal 80 fahren. Jetzt staut sich das zwar irgendwo. Okay, hier staut sich das. Nicht, dass es doch ein bisschen zu viele Fahrzeuge sind. Aber ich würde mal sagen, der Stau, der löst sich schon langsam wieder. Deswegen ist es schon ganz okay. Ist natürlich die Frage, ob auch hier oben mal was ankommt oder ob sie auch hier sagen, nee, nee, wollen wir. Habe ich das jetzt festgemacht hier? Nee. Jetzt soll man hier hinfahren und drehen. Dann lass man den mal fest. Halt man den mal an. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir mal kurz den Stadtverkehr kurz mal löschen. Weil jetzt würde mich mal interessieren, ob das jetzt auch rüber auf die andere Strecke kommt. Es ist ja meine große Frage, ob das ja funktioniert. Und anscheinend aus irgendeinem Grund Produktion steigt, aber es will nicht drüber. Die Frage ist jetzt nur, warum will es jetzt nicht drüber? Dass die Schiffe dafür ausgelastet sind, weiß ich. Also die können, soweit ich ja weiß, wir haben mal, glaube ich, den hier. Ja, haben wir. Können die? Nein.
Treibstoff, Rohöl und Öl tanken. Das würde ja funktionieren. Wir nehmen mal die Strecke wieder rein. Dann tauschen wir mal kurz das Fahrzeug aus für ein Fahrzeug, was nur Treibstoff tankt. Ach so, nee, das geht ja nicht. Wer weiß warum? Richtig, weil hier oben wollte ich das umbauen. Das ist hier oben plus Treibstoff, das ist hier oben Treibstoff umbaut. Deswegen geht das ja nicht. Das heißt, wir müssten direkt in die Stadt fahren und das würde dann funktionieren. Das heißt, mit dir ab dem Depot und verkaufen. Und dann wird hier... Alter, meine Tastatur spinnt rum. Nice. Und dann wird hier oben die Strecke nochmal verkauft. Das ist Linie 9. Und Linie 9 wird auch komplett verkauft. Denn wir müssen jetzt nämlich eine Strecke hinkriegen, wo sie hier verkaufen. Das ist nämlich jetzt der Grund. Und das ist, glaube ich, aber kein großer Grund, kein großer Grundfehler. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, einer wird schon reichen. Der reicht sogar bis rein. Das ist sehr gut. Und dann muss man hier drinnen, haben wir hier schon irgendwo ein Depot? Nein. Gucken, wo wir hin müssen. Hier hinten irgendwo dazwischen. Sehr gut. Da können wir hier hinbauen. Ganz, ganz locker leicht. Und Fahrzeuge kaufen. Ich sehe gerade, hier warten noch ein Haufen Leute. Das müssten wir, glaube ich, umbauen, wenn es geht. Haben wir hier ein Fahrzeug? Ja, hier. Fahrzeuge kaufen, Güter, Benz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das müsste reichen. Diese Fahrzeuge werden alle auf eine neue Linie. Die hier nach hier. Und jetzt geht es auch los, dass die unten mal einladen wollen. Müssen wir jetzt mal gucken. Hier unten. Jetzt sagen sie sich bestimmt auch, okay, Linie 12 braucht auch Rohöl. Auch Benzins hier. Treibstoff. Die Frage ist nur, wann das kommt. So viele Schiffe gerade. Was ist denn das hier für einer? Das ist Essen. Aha. Ach so, weil der hier da. Ach so, okay. Gut, ich kapiere. Gut. Weil der muss ja wegfahren. Wäre eine Möglichkeit. So. Und jetzt wird auch Linie 12 befüllt. Sehr, sehr geil. Jetzt müssen die nur noch sagen, okay, ja, die Industrie wird vergrößert. Genius. So läuft, muss das ablaufen. Ich hoffe nur, wir kommen mit dem Rohöl hinterher. Naja, die sind schon auf der 200 da. Ich glaube, hier müssen auch lang, ein paar mehr Fahrzeuge hin. So, die Schiffe, die lasse ich mal kurz nebenbei noch warten. Weil so weit hintereinander ist es, glaube ich, nicht ganz so speed, wenn sie hintereinander fahren. So. 3 Monate wird es vergrößert, das gucken wir uns noch schnell an. Und dann würde ich auch sagen, ist der Part langsam vorbei. Wir haben das heute anders geschafft als in den letzten Parts. Und
So soll es auch sein. Es sollen mehrere Möglichkeiten geben, die man machen kann. Diesen Part habe ich mal wieder etwas geschnitten und die nächsten Parts, Multiplayer-Sachen, werden auch im Multiplayer kommen, das verspreche ich euch. Ich habe jetzt Termin ausgemacht, wo ich mit dem berühmten Rolli aufnehmen kann. Da freue ich mich jetzt schon darauf. Denn Rolli ist schon ein geiler Typ, muss man sagen. Nicht vielleicht so in der Sache geil, aber es macht Spaß mit ihm aufzunehmen und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne mit ihm. So, wir wurden vergrößert. 200 Produktionen maximal im Moment. Das reicht aber noch lange noch nicht für unsere Produktion hier. Ich freue mich schon, wenn wir die LKWs haben. Wir werden das irgendwann mal richtig, richtig schön hier alles wieder aufbauen. Das ist mein Ziel. Im Moment ist es Geld verdienen, alles miteinander verbinden und nach so, wenn wir die größten, die schönsten Fahrzeuge haben, auch die zu benutzen. Dann würde ich sagen, wenn ich da ganz Part gefallen hat, gibt einen Daumen, wenn ich deinen Daumen nach unten schreibe, in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich hoffe natürlich ja. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, bekommen wir zurück bei Transport Fever. Ciao, ciao.